PlayStation. Da? Oder da? Da. Hoffe ich. Doch, da unten drin, oder? Da. Komm schon, bitte. Ja. Oh, ich hab mal Glück gehabt. So. Wie jetzt hier schwebt in der Decke. Oh Gott, das toll. So. Fast kein Strom mehr. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Die Refinery geht an. Und der kleine Reaktor. Das sind halt 5 Minuten. Das reicht. Um ein bisschen was zu machen. So, ist da was fertig geworden? Ja. So, die wiederhole ich gleich. So, mal gucken, wie lange der Strom noch hält, bis es ausfällt. Hoffentlich habe ich bis dahin auch noch ein bisschen Uran. Hält er noch? 3 Minuten. Wie viel habe ich schon? Ich gucke lieber nicht. Okay, ich brauche Ruckel, Ruckel. Zwei Metal Grids. Es fehlen nur noch ein paar Computer. So, man hat das die fertig. Genau, das ist gerade dabei. Gut. Oho, das ist ja richtig viel. So. Pass mal auf. So, ich habe jetzt. Sehr leid, wie viel das ist. Das denkt man gar nicht, ne? So, hier, Refinery, off. Station fuel critical. Und Small Reactor auch, off. So, jetzt hätten wir noch Fuel für ungefähr 2 oder 3 Minuten. So, jetzt packe ich das hier rein. Also, wenn der da drüben läuft, ne? Packe ich das hier rein, ja. Und dann... Bam, obwohl alles läuft. Haben wir gar nichts. Erstmal den Reaktor anmachen. Ich gebe dir gleich Critical, da ist ewig viel drin. So, der läuft jetzt, ne? Genau, der macht schon Strom. Und da ist auch viel drin. So, dann mach ich jetzt hier. Das ist gar nichts Critical. So, jetzt mal die Refinery wieder an. Und jetzt habe ich für 2 Stunden Strom. Dann mache ich den Assembler an. Und jetzt habe ich für 1 Stunde Strom. So. Und die Refinery macht ja noch hier
neues Ural fertig, ne? Also das hält dann noch einige Zeit. Das finde ich sehr gut. Sonst ging das immer noch viel langsamer. Ich glaube, das wurde erhöht in den letzten Patch auch. Also, wie viel Uran man braucht, um das strommachfähige Uran herzustellen. Kommt mir jedenfalls so vor. So. Dann ist das fertig. Ich kann hier weitermachen. Der ist fertig. Dann der. Den restlichen Computer habe ich jetzt für die Gyroscopes. Passt perfekt. Nur noch kurz die Steelplates drauf und dann passt alles. Dann sind wir schon fähig, uns zu bewegen. Jedenfalls noch nicht vor und zurück, aber ein bisschen wenigstens. So halt, können wir uns bewegen. Lol. Auf jeden Fall. Nein, Respawn Ship. Sonst bin ich irgendwo richtig weit weg. Ja, dann bin ich gleich wieder da, weil ich das jetzt wieder umändern muss. Und ich fliege jetzt kurz vor, dann ändere ich das um und dann bin ich gleich wieder da. Das Schiff ist das schnellste, das es überhaupt gibt. Da vorne bin ich drin, ne? Ich glaube schon. So. So, hier dürfte es sein. Oh, ich glaube, ich habe mich verfahren. Was passiert, wenn der Beacon nicht an ist? Ja, hier war ich nicht. Dann, was sind denn diese Meteoriten mit Löchern? Also diese Kreisteile da. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde das schon. Ich habe definitiv übertrieben. Mit den Reaktoren. Ich meine, hier ist auch nur ein Reaktor drin. Naja, habe ich Material. Da oben ist es. Eher ein Glückstreffer, würde ich sagen. So, ich fliege mal so. Aber ist es das wirklich? Ich gehe mal kurz auf den Sieger und dann lenke ich das Schiff einfach mit voller Kanne in den nächstbesten Asteroiden.